ist, dass ich offiziell hier wer noch ein oder zwei oder dreimal noch hier am Sonntag das Messopfer halte. Und ich kann doch sagen, hier ist und bleibt mein Herzstück. Das andere, das Große, das hat Gott uns gegeben. Es gibt so tausende, Millionen von Wundern, wodurch Maria geschehen sind. Und doch gibt es der größte Teil auch heute auf Erde, will ich wissen, glaubt nicht. Es gibt aber einen Unterschied. Es gibt viele, die können nicht glauben, weil sie bei der Kirche von Maria was erlebt haben, wo sie sagen, das ist ein Geschnatter, das ist kein Gebet, oder enttäuscht worden sind, denn von der Kirche möchte man Geistiges bekommen. Das bekommen sie zum größten Teil nicht mehr. Dann suchen sie das Geistige in der Esoterik oder weiß ich wo. Und wenn sie da zurückkommen, da braucht es also eine große Gnade, dass sie das ausgemerzt wird, was sie hatten. Deshalb will Gott das Kappeln, ein wahnsinnig großes Gebäude, kommt die Reine vom Schöpfbischof. Da muss ich auch die Rollschuhe anziehen, vom Tisch bis zum Ambo. Wisst ihr, Milliarden von Wunden sind verbrieft. Sei es von solchen, die wollten gegen Maria sprechen. Ungläubige mussten erkennen, das Wunder war echt. Aber viele, wie ich vorhin sagte, können nicht glauben, weil sie Schlechtes erlebt haben von denen, die eigentlich sollten für Maria reden, die Kirche. Aber es gibt auch solche, die wollen nicht glauben. Der Unterschied liegt, sie können nicht glauben, ist die Kirche schuld, die Geistlichkeit. Oder die, die wollen nicht glauben, genau wie es zur Zeit Jesu war. Wer hat so viel Wunder gewirkt? Öffentlich. Man wollte es nicht akzeptieren. Sie haben es ja gesehen. Und wer war die? Wer waren die größten Feinde Jesu? Die Bischöfe. Sprich, hohe Priester. Die hohen Priester, nicht die Römer. Die hohen Priester haben es veranlasst, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und es ist heute nicht anders. Da sitzt einem Stuhl Petri. Er ist so raffiniert, wie es eben Satan auch ist. Da komme ich jetzt ins Gefängnis. Kann endlich mal ausschlafen. Gerade die Kirche dazu mal war, die Jesus ans Kreuz haben wollte. Eifersucht. Er hatte Applaus, die Leute hingen an ihm. Und bei ihnen nicht. Da war die Eifersucht. Es wird heute nicht anders gehen. Es gibt auch geistige Kreuze. An Marienwallfahrtsorten. Selbst ungläubige Wissenschaftler müssen gestehen, es ist unklärbar, es muss ein Wunder sein. Kann nur ein Wunder sein. Papst Paul VI. Hat öffentlich mal ausgerufen, der Rauch Satans ist bis in die Spitze der Kirche eingedrungen. Papst Paul VI. Ja, und jetzt? Was ist der Rauch Satans?
der Atem Satans, der ist bis in die Spitze der Kirche eingedrungen. Viele kennen das, die Prophezeiung auch von der Gottesmutter, dass es kommt, dass die Kirche Satan auf dem Throne sitzt und nicht mehr Gott. Und der Papst sagt, der Rauch Satans ist bis in die Spitze. Wer ist die Spitze? Normalerweise der Papst. Aber zuerst müssen wir einen haben. Im Vatikan. Ich möchte viel lieber euch über Liebe reden und das. Es kommt dann noch vielleicht, aber in meiner unfassbaren Sorge, die nur Gott kennt, weil ich weiß, was Hölle ist. Und wie die Gottesmutter sagt, wie Schneeflocken fallen sich zur Hölle. Wenn ihr das nicht glaubt, was los ist, dann habt ihr anscheinend schon den Rauch Satans. Ich rede natürlich jetzt weltweit. Hm? Ich rede für die Kirche. Das Kappeln, ich habe immer schwer darüber zu reden. Ist von Gott nochmal eine Chance. Es muss tatsächlich die Schweiz sein, denn ein Heiliger hat da mitgewirkt, der heilige Bruder Klaus. Deshalb kann es uns nicht besser gehen, anders ergehen, als wie es Bruder Klaus und der Dorothea gegangen ist. Es wird ein Gnadenort sein. Ach, nicht ich. Ich bin nur der Draht oder weiß ich was. Aber ich habe auch gesagt, das hier bleibt mein Herzstück. Und wird noch eine Wallfahrt geben hier. Ich bin nur ein Werkzeug, das ich immer noch zusammenreiße, nicht zu sagen, was ich sagen möchte. Oder werde müssen dann. Aber eins dürfte sicher sein. Wenn nur mal die großen Sünder mal ihre blöde Angst verlieren, zu kommen und sagen, ich habe gesündigt. Meine Antwort, willst du weiter sündigen oder aufhören? Ja, ich möchte aufhören. Ha, dann hat die mich fast selig gemacht. Also in der Freude meine ich. Umso größer du bist als Sünde, umso mehr ist meine Freude. Denn ich kann dir Gott zuschieben und es gibt niemand anderen, der noch mehr Freude hat. Das ist Gott, denn Gott sucht nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre. Bei mir kommen Leute, die haben keine Ahnung, wie es beichten geht. Ist doch egal. Die sind ja auch im Beichtstuhl drin, oder ein Priester oder ein Bischof. Die helfen euch, die sagen euch, wie es geht. Das ist genau wie bei uns. Die Jungpriester oder die Schwestern. Ich verlange ihnen nicht, dass sie Schulbänke haben, wo sie hinsitzen müssen und dann studieren und wo es dann Noten gibt. Oder ich denke immer, was Gott gemacht hat, so ist es am besten. Wie hat er die Apostel ausgebildet? Gut, es gab keine Smartphone, aber sie sind einfach mit ihm immer gegangen und sie haben gesehen, wie er reagiert und handelt und wie er bei anderen ratet und darum haben sie gelehrt. Und dann waren sie voll und wollten das hinaustragen. Nicht anders soll es bei uns sein.
natürlich immer der Situation entsprechend.